herzlich willkommen zu meinem kleinen Vorstellungsvideo für den 7. Hafenspielplatz Spielen mit pentatonischen Tonleitern auf der Hakenharfe. Ich bin Stefanie Bieber, Hafenlehrerin und Hafenspielerin aus Frankfurt am Main. Und was du eben gerade gehört hast, war ein Glissando-Wirbel quer durch vier verschiedene pentatonische Tonleitern, die man auf einer Hakenharfe einstellen kann. Das Schöne ist, bei diesen pentatonischen Tonleitern, es gibt keine falschen Töne. Du kannst also spielen, was immer du willst, und es klingt immer zauberhaft, egal ob du Anfängerin oder sehr fortgeschritten bist. Ich werde dir zeigen, wie du die Klappen einstellen musst, um diese vier verschiedenen Tonleitern zu bekommen. Und das sagt dir schon, dass du möglichst eine Harfe mit Halbtonklappen brauchst. Solltest du keine D- und keine G-Klappe haben, kannst du auch Dis und Gis auf deiner Harfe einstimmen. Und dann brauchst du noch auf jeden Fall eine Klappe für F und für C. Und also diese Klappen brauchst du schon. Aber die meisten Leute haben die ja. Genau. Und dann kann es losgehen. Und ich zeige dir natürlich neben den Klappeneinstellungen auch, was du neben Glissandi-Wirbeln noch alles Schönes improvisatorisch machen kannst. Wir werden es uns spielend erobern. Du musst nicht denken in diesem Kurs. Ja? Du kannst dich anhängen an mich. Ich gehe von sehr leicht zu immer etwas herausfordernder. Anfängerinnen und Fortgeschrittene werden gleichermaßen ihre Freude haben. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Und du kannst dich anmelden, wenn du hier mal unter der Video, in der Videobeschreibung schaust. Da habe ich dir den Link eingestellt zur Anmeldeseite. Und du kannst live teilnehmen oder zu jedem späteren Zeitpunkt mit dem Videomitschnitt. Ich spiele noch ein ganz bisschen für dich, damit du dich nochmal in diese Klangwelt einhören kannst. Und bis bald!